In diesem Video zeigen der Thomas und ich euch vier Gründe, wieso ihr beim Golfspielen eventuell Rückenschmerzen bekommt. Also bleibt dran, wir starten jetzt. So, ich darf euch kurz vorstellen, den Thomas Karlinger. Der Thomas ist Physiotherapeut und auf Golf spezialisiert und er wird mir helfen, dieses doch ziemlich eher komplizierte Thema Rückenschmerzen beim Golfspielen für euch genau zu erläutern. Dies hier ist das erste Video einer mehrteiligen Serie über Rückenschmerzen beim Golfspielen. Was für dich wichtig ist zu wissen, ist, dass ein Video wie dieses keine gezielte Untersuchung und Behandlung von einem Therapeuten oder einem Mediziner ersetzt. Durch meine jahrelange Erfahrung als Golflehrer und vor allem mit all diesen biomechanischen Messungen, die ich in meinem Golfunterricht mache, sind mir vor allem vier Sachen aufgefallen, die sehr, sehr häufig bei Hobbygolfern Rückenschmerzen auslösen. Und wir schauen uns jetzt Grund Nummer 1 an. Das erste Problem, was wir immer wieder sehen, ist der sogenannte X-Faktor. Das ist eine Schuhmethode, die sehr populär wurde in den 80er und 90er Jahren, wo die Idee war, dass man versucht, im Rückschwung die Beckenrotation zu restriktieren und möglichst viel mit dem Oberkörper gegen den Unterkörper drehen. Du siehst hier, hier habe ich mir so zwei Stäbe, ja, wie sage ich, durch mein Gewand durchgeschoben, dass du das siehst, was ich damit meine. Und drehe ich mich hier zur Seite. Du siehst hier, jetzt zeigen beide Stäbe mehr oder weniger zum Ziel. Wenn ich jetzt unten nicht drehe und oben viel, hat man viel X-Faktor. Und das kann leider zu Kreuzschmerzen, zu Rückenschmerzen führen. Grund dafür ist die Anatomie der Gelenkflächen im Bereich der Lendenwirbelsäule. Diese Gelenkflächen sind von Haus aus eigentlich so angeordnet, dass nicht sehr viel Rotation zugelassen wird, wann nicht die richtige Kopplung, Kombination aus Beugung, Streckung, Rotation und Seitneigung passiert. Das ist einer der Gründe, warum die X-Faktor-Methode sich negativ auf die Biomechanik bzw. Anatomie der Lendenwirbelsäule auswirken kann. Besser wäre es, wenn der Unterkörper ebenfalls mindestens 45 Grad mitrotiert und dann erst der Oberkörper weiter dreht. So ist mich dann oft gefragt, wie mache ich das, dass ich mein Becken mehr drehe? Da fallen mir zwei Sachen dazu ein. Erstens einmal möchtest du im Schwung den Knieflex verändern. Das heißt, wenn du hier stehst, kannst du ruhig erlauben, dass dein rechtes Knie ein wenig zum Strecken beginnt. Nicht komplett durchstrecken, aber ein wenig. Und du erlaubst dein linkes Knie etwas nach vorne zu beugen. Wenn du das machst, bekommst du schon automatisch mehr oder weniger Beckenrotation. Erlaubst du jetzt auch noch im Rückschwung deine linke Ferse ein wenig vom Boden zu kommen, dann bist du wahrscheinlich absolut genug gedreht, auch wenn du nicht der beweglichste Typ bist. Wenn du bei der Bewegung der Beckenrotation Probleme hast, Schwierigkeiten hast, dass das flüssig abläuft, gibt es einige Drills. Eine dieser Übungen ist zum Beispiel, Brustkorb bleibt still, bewegt sich nicht. Wir fangen an, das Becken rechts und links zu rotieren, ohne dass sich der Brustkorb dreht. Und das kann ich in verschiedenen Seitenneigungspositionen auch durchführen. Der zweite Grund, warum man häufig Rückenschmerzen bekommt beim Golfschwung, ist folgender. Und zwar, man dreht in Flexion. Um Gottes Willen, was heißt das? Jeder Golfer ist ja nach vorne geneigt. In der Ansprechposition hat sein Oberkörper ja 30, 40 Grad nach vorne geneigt. Jetzt passiert Folgendes in einem guten Golfschwung. Er wird, während er aufschwingt, wird er anfangen, den Oberkörper zurückzustrecken. Jetzt denkst du dir vielleicht, was macht er? Ich zeige es dir von einer anderen Perspektive. Der Golfer steht in der Ansprechposition und schwingt darauf. Wenn ich jetzt alles weggebe und mein Oberkörper so bleibe und jetzt auch meinen Unterkörper auf neutral bewege, dann siehst du, dass ich mit der Wirbelsäule komplett aufrecht stehe und nicht nach vorne geneigt bin. Das heißt, während des ganzen Schwunges habe ich begonnen, mich aufzurichten. Und nicht nur das, ich habe auch begonnen, mich nach links seit zu neigen.
Ich zeige dir das jetzt noch einmal aus einer anderen Perspektive. Ich mache denselben Schwung wieder. Gib alles weg, lass den Oberkörper wie er ist. Und du siehst auch, wie ich links seitgeneigt bin. Das heißt, wenn du im Golf eine gesunde Rotation machen möchtest, musst du eigentlich aufstehen und nach links neigen, jetzt biomechanisch technisch gesehen. Die meisten Golfer beginnen nicht nach links zu neigen, sondern sie bleiben mehr oder weniger in der Ausgangsstellung und sie bleiben auch in Flexion. Und das sind die Schwünge, die dann ungefähr so aussehen. Du kannst es hier gut sehen, wenn ich jetzt hier mich wieder hinstelle, dass ich eigentlich immer noch die Ausgangsstellung von vorher hatte. Im Vergleich dazu diese Position. Ich hoffe, du kannst den Unterschied erkennen. Wie biomechanische Druckmessungen im Bereich der Bandscheiben gezeigt haben, kommt es vor allem bei Flexion zu einem Übertragen der gesamten Körperlast auf die Bandscheibe. Und diese Last wird deutlich erhöht, wenn in einer Flexionsposition zusätzlich noch die Lendenwirbelsäule rotiert wird, was wiederum für unsere Bandscheiben kein optimaler Zustand ist, um bewegt zu werden. Ja, und das Lustige ist, nicht nur im Aufschwung verliert man die sogenannte Flexion, sondern auch im Durchschwung. Ja, es ist so, also wir sind oben angekommen, ja, und jetzt beginnt man im Abschwung wieder zurück in die Ausgangsposition zu kommen, ungefähr wenn der Schläger in dieser Position hier ist. Das heißt, der Oberkörper ist wieder nach vorne geneigt. Jetzt, wenn der Golfer dann zum Ball geht, beginnt er dann wieder sich zu strecken. Und hier, in dieser Phase hier, machen die meisten Amateurgolfer vieles falsch. Sie versuchen eben unten zu bleiben. Es wurde ihnen ja gesagt, der Kopf muss unten bleiben. Und dann beginnen sie in Flexion durchzuschwingen. Und das wiederum erzeugt sehr, sehr viel Scherkräfte auf den unteren Rücken und macht Riesenprobleme, abgesehen davon, dass der Schlag höchstwahrscheinlich nicht optimal ist. So, das möchte ich dir nur eine kurze Übung zeigen, die dir helfen kann, das eben zu verbessern, falls du einer von diesen bist, beziehungsweise das doch erkennen kannst, ob du das falsch machst. Mach bitte Folgendes: Nimm einen Schläger in die Hand, nimm deine Ansprechhaltung ein. Dann leg bitte den Schläger an den Oberschenkel, dass du die Hände frei hast, gibst die Hände zusammen und nun beginnst du, die rechte Hand nach hinten so zu bewegen, wie ich es jetzt mache. Jetzt befindest du dich in der richtigen Position mit dem Körper und jetzt kannst du schauen, ob das sich anders anfühlt als sonst. Wenn ja, bist du wahrscheinlich einer von denjenigen, die in diese Richtung ein Problem haben. Wenn nicht, dann gratuliere ich dir, dann hast du diese Hürde vielleicht gemeistert. Eine Übung, um die Extension mit der richtigen Rotation zu koppeln, schaut wie folgt aus. Auf die Knie, die Hände sind direkt vor den Knien und wir drehen den Körper nach oben. Gleichzeitig passiert eine Streckung im Bereich der Lendenwirbelsäule und das ist genau das, was auch beim Schwung passieren soll. So, und Grund Nummer 3, warum man häufig beim Golfspielen oder vom Golfspielen Rückenschmerzen bekommt, ist eine Überstreckung der Lendenwirbelsäule. Der Thomas ist so lieb und wird kurz hier als mein Versuchskaninchen zur Seite stehen, damit wir das besser sehen. Kannst du kurz eine Ansprechhaltung einnehmen, Thomas, bitte? So, wir sehen jetzt hier, dass der Thomas einen relativ flachen Rücken hier hat. Das ist eine neutrale Stellung, die wir eigentlich beim Golf sehr gerne sehen. Jetzt macht er ein exzessives Hohlkreuz. Und das hier ist etwas, was ich nicht so gerne sehe. Und das andere, und das nennt man auch übrigens auch, oder viele von euch kennen das vielleicht auch unter dem Ausdruck Anterior Tilt, vor allem die, die mit TPI konfrontiert worden sind schon. Also Anterior Tilt. Und das machst du bitte das Gegenteil, eine sogenannte C-Posture oder einen Posterior Tilt. Das heißt, er gibt das Becken exzessiv nach hinten. Ja? Das ist auch etwas, was wir nicht so gerne sehen. Ja? Dankeschön. Ja, normal ist es, dass die Besten der Welt, die zu ca. 20 Grad ihr Becken nach vorne gekippt haben in der Ansprechhaltung, das siehst du hier beim Thomas sehr gut, und beim Rückschwung dann, wenn sie dann den Rückschwung machen, ist es sehr, sehr typisch, dass sie das Becken Richtung einen Posterior Tilt bewegen. Das heißt, während er aufschwingt, Posterior Tiltet er, während er rotiert,
kannst du vielleicht jetzt hier ein bisschen übertrieben sehen, dass es hier eher ein bisschen eher runder wird, die ganze Sache. Das ist das, was die Besten der Welt machen. Was viele Hobbygolfer leider machen, ist genau das Umgekehrte. Sobald sie wegschwingen, kippen sie ins Hohlkreuz. Und das ist natürlich eine massive Überbeanspruchung der Lendenwirbelsäule und führt zu furchtbaren Kreuzschmerzen. Ein Grund, warum es schlecht ist für unseren Rücken, wenn wir beim Aufschwung zu viel ins Hohlkreuz reingehen, ist, dass im Endeffekt die Facettengelenke aufeinander gepresst werden und dann passiert Rotationsdruck kombiniert mit einem vermehrten Armpressdruck innerhalb der Facettengelenke. Leider ist dieser Fehler nicht immer sehr leicht auf der Driving Range auszumerzen. Man braucht oft dazu einen guten Physiotherapeuten wie eben den Thomas oder andere Fitnessprofis, die ein Bewegungsmuster dir beibringen, dass das besser geht. Aber was du schon tun kannst, ist auf der Driving Range, ist, dass du, wenn du hier dein Setup eingenommen hast, dass du mal langsam Schwünge machst, wo du versuchst, bewusst das Schambein ein klein wenig zum Bauchnabel zu ziehen und beginnst mal so langsam Bälle zu schlagen, damit dir mal der Fehler bewusst wird, dass du merkst, wie die richtige Abfolge der Bewegung überhaupt sein soll. Mit der Zeit kannst du dich dann steigern und natürlich empfiehlt es sich hier biomechanische Analysen zu machen mit einer 3D-Weste, um zu sehen, wie viel man das verbessert hat bzw. ob man überhaupt etwas verbessert. Denn manchmal muss man da ganz schön übertreiben. Wenn du zu jenen gehörst, die beim Aufschwung zu viel ins Hohlkreuz ziehen, dann ist es für dich wichtig, dass du deine vordere und hintere Rumpfmuskulatur wieder in die Balance bringst. Dies erreichst du durch folgende Übung. Du gehst in eine leicht vorgeneigte Position und probierst vorzurotieren, während du dein Becken in einen posterioren Tilt bringst, um diese Balance wiederherzustellen. Aktiviert werden dabei Gesäß, aber auch die Bauchmuskeln. Der vierte Teil bezieht sich nicht auf den unteren Rücken, sondern eher auf den Nackenbereich. Und zwar ist es so, dass sich Golfer häufig auch in der Halswirbelsäule verletzen. Der Grund ist ganz einfach. Golfer machen im Golfschwung dauernd das. Ich möchte dir kurz zeigen, was das bedeutet. Wenn Sie hier stehen und aufschwingen und den Ball anschauen wollen, stehen Sie bereits so hier. Ja? Jetzt schwingen Sie zum Ball, treffen den Ball und wie du vielleicht aus anderen Videos von mir weißt, ist der Körper ja schon längst in diese Richtung geöffnet. Jetzt stehen Sie das zweite Mal den Kopf rechts im Anschlag. Und dann bewegt er sich wieder mit nach vorne Richtung Ziel. Das heißt, diese Bewegung. Und die geht natürlich auch sehr, sehr flott. Und das heißt, wenn man hier irgendwo beginnt, etwas zu restriktieren oder zu versuchen, den Kopf ruhig zu lassen, kann man sich hier sehr schnell verletzen. Das heißt, der gut gemeinte Tipp, den man immer wieder hört, lass den Kopf unten, wenn du durchschwingst, ist eigentlich etwas, was deine Halswirbelsäule wirklich verletzen kann. Die Eigenheit des Golfschwungs verlangt von uns eigentlich beidseitige Rotationen im Bereich von 80-90 Grad. Da die meisten von uns diese 80-90 Grad nicht haben, sondern eher im Bereich von 60-70 sich befinden, ist es wichtig, gezielt an unserer Nackenrotation zu arbeiten. Was kannst du dagegen tun? Erstens einmal, versuche bitte nicht deine Halswirbelsäule zu restriktieren, sprich versuche nicht mit dem Kopf unten zu bleiben, sondern bewege dich mit dem Kopf, mit dem Ball Richtung Ziel mit. Das kannst du beim Durchschwung machen. Und bei der Ansprechhaltung kannst du bereits schon den Kopf ein wenig nach rechts drehen. Dann bekommst du hier ein bisschen mehr Freiraum und dann kriegst du auch nicht so viel Spannung hier drauf. Das heißt, diese zwei Tipps sollten dir wirklich helfen, weniger Schmerzen im Nackenbereich zu haben. Eine gute Übung, um die Nackenrotation zu verbessern, ohne dabei irgendwie in eine Ausweichbewegung zu geraten, ist, wenn du Folgendes machst. Du drehst dich 90 Grad zu einem Spiegel, nimmst die Schultern leicht hoch, was die Nackenmuskulatur etwas entspannt, und dann probierst du den Nacken lang zu machen, während du rotierst. Dabei, das Wichtigste ist, dass eigentlich deine Augenlinie horizontal bleibt. Wenn du den Fehler siehst, dass während du rotierst, du hier endest, also eigentlich die Horizontale verlässt,
Dann probierst du, das wieder auszugleichen, nackenlang und schauen, ob es etwas weiter geht. Das jeden Tag 2 Minuten vorm Spiegel und immer schauen, dass die Augenlinie horizontal bleibt. Das wird deine Nackenrotation verbessern. Wenn dieses Video dir gefallen hat, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du ihm einen Daumen hoch gibst. Und hier unten findest du nochmal die Playlist zu dieser Serie und ein anderes Video, das dir YouTube vorschlägt. Und falls du meinen Kanal abonnieren möchtest, kannst du das da drüben machen. Also, bis bald!